Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem spontanen Unboxing Neuerscheinung von Manly. Ne? Die haben ja ein neues Taschenmesser rausgebracht. Das habe ich mir vor ein paar Tagen bestellt. Und das ist jetzt geliefert worden. Okay, Zoll, alles drum und dran. Was? Bei Nichtzustellung zurückschicken nach United Kingdom. Ne? Kommt das über England hier rein oder was? Aber egal. Schauen wir mal da rein. Sehr schön. Zwei Boxen. Komm schon. So, was haben wir da? Keine Beschriftung. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ja. Zettelchen. Das Modell Peak Lockback G10 mit 1,2379, also D2 Stahl. Wer nachschauen will, kurz auf Stopp. Und hier ist das coole Teil. Schwarz G10 in einer sehr griffigen Ausführung. Schöner neuer Clip. Backlock. Okay. Ein Daumenloch. Ah, schön skelettiert. Stahlplatinen drunter. Eingefräst im G10. Ja, vorne schon sehen, oh ja, das ist, boah, das nenne ich mal Grip. Oh, Alter, ey. Alter, das beißt sich ja in die Haut rein, ey. Fast ein bisschen zu viel des Guten. Das ist ein Grip wie bei den krassen Cold Steel Teilen. Also das kannst du auch mit nassen und öligen Händen verwenden. Sehr schlanke, lange Version. Ja, schön dezent die Stahlbezeichnung. Hier dezent Manly, das wird eben Stefan gefallen, und die Modellbezeichnung, das ist auch mal ein schöner Ort hier, Peak auf dem Backlog, ne? Backlog Modell. Sehr schön, Clip umsetzbar. Ja, schön. Mit Insert in der Clip-Aussparung umsetzbar. Sehr schön. Hat einen Stonewash auf der Klinge. Boah, das hier unten ist. Ja, aber ist ja auch gut an der Stelle. Wir haben hier kein Finger-Troil Guard oder irgendwas. Ne? Verhindert einfach ein bisschen das Rutschen auf die Klinge, und das ist wirklich super griffig. Ne? Also da hast du unten mal einen guten Halt. Hier oben hat man ja so ein bisschen eine Rampe über dem Daumenloch, wo der Daumen aufliegen kann. Wow! Geile Geschichte. Super schlank aber noch, super robust, ne? Mit G10 ausgefräste Stahlplatinen drunter. Was haben wir hier? Oh, das ist so feines Spaltmaß, da siehst du kaum rein. Müssten schöne Washer drunter sein. Kann ich gar nicht erkennen, so geringes Spalten. Ah doch, da vorne, es schimmert. Man könnte eher Kupferfarben oder sowas. Ja, so Phosphor-Bronze wahrscheinlich, aber jetzt sieht man es. Ich weiß nicht, ob ich es eingefangen bekomme. Also, schön robust. Robuste Ausführung, wie man das von Manly gewohnt ist. Ne? Nach dem Manly Comrade. Als Slip-Joint-Folder, der ziemlich Furore gemacht hat. Jetzt ein sehr griffiges Backlog-Modell mit Einhandbedienung. Krass. Werfen wir hier mal einen Blick rein. Oh, natürlich. Blaze Orange. G10 in Orange. Ebenfalls 1,2379er Stahl. Geile Geschichte. Oh, ho, 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 ho.
Da fehlt das Daumenloch. Da haben sie das Daumenloch vergessen. Krass. Krasse Geschichte. Weil bestellt habe ich nur das. Und das lag als Gift mit drin, ne? Auch nicht schlecht. Hat Manley hier gratis mit dazugelegt. Hab mich auch schon gewundert, wieso hier zwei sind. Hat auch ein bisschen anderer Anschliff, ne? An dem hier haben wir einen Flachschliff von oben bis runter. Und das hier ist ein, was haben wir hier? Ein nicht ganz hochgezogener Flachschliff. Oh, scharf. Oder haben wir hier einen Hohlschliff? Ne. Ein auch Flachschliff, aber nicht ganz bis hochgezogen wie hier. Cool. Natürlich hier 42A konform. Ebenfalls skelettierte Platinen drin. Hier super griffig. Oh, verdammte Axt, habe ich nur geschnitten, ey. Die Dinger sind scharf wie Hölle. Geil, ne? Hier so ein bisschen Überstand hier. Aber cool, ne? Das kann natürlich auch ein Renner werden, ne? Bei uns. Schön. Zweihandkonform, absolut keine Öffnungshilfe. Schönes Blaze Orange G10. D2 Stahl. Backlock. Super griffig und sicher, ne? Washer. Clip umsetzbar. Na. Das ist ja mal eine schöne Ansage, ne? Muss brandneu sein, habe ich so im Shop noch gar nicht gesehen, als ich bestellt habe vor einer guten Woche. War das Peak hier mit dem Daumenloch vorhanden. Das hier noch nicht. Boah, ey, voll geschnitten, ey. Kleiner Cut, blutet wie so. Jo, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Erster Eindruck, Unboxing. Neues von Manley Comrade, ne? Super Hammer. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebeli.